Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen hier zur neuesten Folge von Stubbound. Wir sind dabei, dieses Haus schön auszubauen. Und das werden wir jetzt auch tun, aber das Grundgerüst, das wird jetzt nicht großartig anders sein. Die einzige Überlegung, die ich habe, ist, ob ich es vielleicht so hinbaue, dass es wie so eine Pyramide nach oben geht. Ja, also, oder ein Turm könnte man sagen, eher so ein Turm. Ja, wo man dann immer weniger hier hinmacht, so dass er irgendwann die Spitze ein ganz kleiner Raum ist, was auch cool wird. Oder wir machen dann so Blockdinger eben. Dann hätten wir so ein richtiges Blockhaus. Wobei die Turmidee schon natürlich cool wäre. Was meint ihr? Was sollen wir machen? Ich denke, ich werde euch überraschen. Ich werde das nämlich jetzt so gut es geht selbst machen. Und wir sehen uns dann, wenn das Grundgerüst fertig ist. Also, bis gleich. Ciao. Hallo, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück nach dem Cut. Es hat sich jetzt einiges verändert, wie ihr bestimmt schon anhand dieser Fläche hier seht und der Treppe. Ja, ich habe jetzt alles soweit ausgebaut. Schaut her. So sieht es aus. Ich habe diese pyramidenartige Turmweise gebaut. Die habe ich jetzt gewollt. Und die sieht eigentlich ganz schick aus, finde ich. Ja, und was sagt ihr? Sieht doch ganz geil aus, dann sind wir ziemlich weit oben. Und in Zukunft werde ich planen, hier so einen Tunnel zu bauen. Dafür brauchen wir aber noch viel, viel mehr Brickstone. Haben nur noch 40, also wir brauchen noch mal 4000 mindestens. Oh, welch Windsturm, ja. Okay, was noch viel ist, möchte ich ganz oben hier platziert haben. Außerdem will ich das dann auch irgendwie weiter oben. Wir haben das dann schon, Turm, das ist ja auch in Ebenen platzieren alles. Ja, ein schön hier. Aber okay, kriegen wir hin. Hier, so, hier bauen wir dann unser Bett hin. Ach so, auf Null haben wir es gerade. Na gut. Da fällt mir ein, mein Typ hat Hunger. Na, wo wollen wir es hin haben? Erstmal müssen wir die Flamme wieder mal wegmachen. So. Und die setzen wir dann hier erstmal so hin. Was ich mit den Flammen sowieso mache, weiß ich noch nicht genau. Also so könnte es hübsch aussehen. Ja, machen wir es hier so her. Und hier sind wir. Nee, hier ist noch nicht. Okay. Jetzt müssen wir die Flamme etwas näher dran setzen ans Bett. Damit hier auch schön. Nee, immer noch nicht. Also. Schade. Ach, ist das nervig mit der Flamme. Die muss also relativ nah ans Bett rangesetzt werden. So, jetzt haben wir hier eine Flamme, die hält uns bis, ja, bis hier quasi warm, wo ich stehe. Ja, gewiss, oder? Jo, hier brauche ich aber sonst nichts, das ist einfach nur meine Schlaffläche, das ist okay. Und ab hier, denke ich, können wir anfangen, Sachen hinzustellen. Wo haben wir das? Auf I, oder? Wie zum Beispiel unseren Tisch hier, den Crafting Table. Ja, so, hier in der Ecke. Da bauen wir da noch zwei Stühle hin. Haben wir die ja hier auch? Nee, haben wir nicht. Haben wir damals nicht gebaut. Okay. Den Ofen, den tun wir dann noch eine Ecke runter platzieren. Nämlich hier dann her. Hier wird schön mit dem Ofen. Oh, nee, das gefällt mir gerade nicht. Das machen wir ein bisschen anders. Komm weg mit dir. Ich möchte nämlich, dass er zumindest hier... Jetzt haben wir ihn auch auf Null. Genau, so rumguckt, wie er gerade guckt. So. Ist für mich sehr wichtig. Und wir können auch gleich einen Amboss hier in die Nähe hinpacken. Ja, so. Und die Metal Workstation. Ja, wieso nicht? Obwohl. Doch, hier wird ja auch... Hier wird immer schön mit Eisen gearbeitet. So, das ist unsere Eisenfabrik quasi. Dafür müssen wir hier noch eine Fackel setzen. So, damit es ja auch schön heiß ist. Damit man hier, na, wenn man was macht, ja. So, das sind alle Gegenstände, oder? Das ist sehr gut. Dann haben wir unser Haus schon mal fertig gebaut. Ja, die Frage ist jetzt, was kann ich denn bauen alles? So. Wir brauchen bestimmte Sachen, natürlich. Deswegen konnte ich auch nicht weiter bauen. Um Rüstung und so brauchen wir mehr anderes Zeugs, soweit ich weiß. Also mit dem hier kann ich quasi eigentlich alles bauen, was ich könnte. War das dann da oben? So, schauen wir mal hier. Was wir hier... Was brauchen wir? Ein iPad können wir bauen. Da bräuchten wir Okulimon. Sieht bestimmt voll cool aus.
Sandstone Bricks, wir können Iron Bed, Iron Chair, Iron Door. Wir können ziemlich viel hier bauen aus Eisen. Ja, vielleicht sollen wir hier nochmal ein Distress Bacon hinbauen. Das wäre interessant, oder? So, was haben wir noch? Wooden Cooking Table. Ja, wir können hier schon einiges machen. Blinds. Oh, ich tue Glas, Window, ja, haben wir nicht. Sehr schade, dass ich hier nicht alles bauen kann. Jo, das ist eigentlich alles, was wir hier haben. Was haben wir hier? Buch. Starborn Survival Guide. Ach so. Okay. Ja, brauchen wir nicht. Würde sagen, wir versuchen uns jetzt irgendwo runter zu graben. Da müssen wir jetzt erstmal gehen wir hier natürlich. Wenn wir uns nach oben beamen, da haben wir jetzt unser Zeugs drin, was ich jetzt gar nicht so die schlechte als schlechte Idee ehrlich gesagt finde. So, genau, hier können wir dann teleporten. Hier ist es schön heiß. Vermeine, ich habe Hunger. Meine hat Hunger. Soweit ich weiß. Wird gerade zwar nicht angezeigt, aber na gut. So, was werden wir jetzt, was brauchen wir jetzt alles? Metall und so. Ich denke, wir werden trotzdem ein paar Gegenstände erstmal mit uns nach unten wieder nehmen. Nicht alles, das meiste Zeugs brauchen wir ja nicht. Alles, was wir jetzt aber so brauchen könnten in unserer Hütte, werden wir mitnehmen. Vor allem den ganzen Metalldinger auf jeden Fall. Die sind doch schon irgendwie wichtig. So, Silberohr. Ja, nehmen wir alles hier schön mit. Und irgendwann verarbeiten wir das auch. Hehe. Dann müssen wir nicht immer, wenn wir was vorhaben, zwischen unseren... Boah, da brauche ich schon für das alleine ziemlich viele Truhen oder was. 1, 2, 3, 4, 5... wir brauchen auf jeden Fall ein paar Truhen. Also nehmen wir die hier mit. Sonst noch was? Hier haben wir noch eine Jacke. Nee, die brauchen wir nicht mit. Blueprint, weiß ich jetzt aber nicht, wie man die unlockt. Ich habe das Gefühl, dass es das letzte Mal einfach bei Doppelklick es verschwunden lassen hat. Und das möchte ich jetzt nicht nochmal austesten. Das werde ich mich vorher nochmal informieren. So, ich denke, das reicht uns erstmal alles. Dann können wir jetzt wieder, das ist schön, dass ich so ein hohes Haus gebaut habe. Denn jetzt landen wir immer hier schön drinne. Gut, oder? Ja, relativ praktisch, würde ich sagen. So. Wo bauen wir? Ich würde sagen, hier bauen wir auf jeden Fall auch schon Truhen hin. Vor allem, weil das ja jetzt arbeitsspezifisch ist quasi. Frage ist jetzt, wohin hier so? Ah. Prinzip müssen wir die hier einfach mitten im Feld bauen. So, also, komm. So, genau hier. Sieht zwar doof aus, teilweise, aber da können wir jetzt alles hinpacken. Ich packe da jetzt erstmal nur diese Metalldinger hin, denn den Rest werden wir ausbauen. Wir werden die alle dann formen. Ich mag es nämlich nicht, dass ich da so viel Platz sonst brauchen würde. So, das heißt, der Rest, den wir hier haben, das ganze Zeugs wird erstmal eingeschmolzen. Das dauert jetzt natürlich eine Ewigkeit. Ja, und wie lange haben wir denn noch? 10 Minuten, noch 5 Minuten. In den 5 Minuten können wir sowieso nicht mehr viel machen, also lassen wir das schmelzen. Und ich erzähle dabei irgendwas, oder? Aber was können wir erzählen, also? Erstmal könnt ihr euch eine Frage stellen. Wie hat euch das hier gefallen? Wollt ihr nächstes Mal ganz dabei sein, wie ich alles baue? Obwohl das im Prinzip alles nur Copy and Paste ist, so ähnlich gewesen. Treppen und so haben wir ja alles schon mal gehabt. Oder wollt ihr das so, wie ich es gerade gemacht habe, so belassen? Da wir mehr Zeugs machen können? Oder so, jetzt wechseln wir hier erstmal das Zeugs. So, genau. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Denn dann könnte ich in Zukunft natürlich das so oder so machen, wie ihr das wünscht. Jedenfalls wären das aber dann 2 oder 3 Folgen gewesen, wo ich dann hier dieses Zeugs gebaut hätte. Ah, wir sind hier schon wieder fertig. Okay, da muss man auch voll aufpassen. Ja, da haben wir einen übrig gehabt. So, oh, das wird eine Weile dauern. Ja, also erzähl mir das doch in den Kommentaren oder sonst wie. Dann werde ich das nächstes Mal anders machen. Dann werdet ihr vollkommen dabei sein. Oder reicht es euch, wie gesagt, wenn ich die Einrichtung dann platziere, so dass ihr schon dabei seid, wie ich mein Haus so dekoriere und alles. Das hier ist jetzt ja eher ein Turm. Da habe ich noch vor, wie gesagt, noch ziemlich viel zu machen. Möchte sehen, ob es ein Ende der Welt gibt. Aber ich schätze nicht, so wie ich es bei der Lava gesehen habe.
Aber das Gute ist ja, dass wir hier, wenn wir genug Steine haben, dann können wir einen Tunnel von oben bauen. Also oben so einen Tunnel bauen quasi. Also Tunnel ist eigentlich falsch, eine Brücke, die unendlich weit führt. Dann wissen wir ja, ob die Welt wirklich unendlich weit geht, oder ob es da irgendwann ein Ende ist. Würde mich nicht wundern, wenn es wirklich endlos ist. Weil bei der Lava habe ich auch endlos nach rechts gegraben, als wir in der anderen Welt waren. Und es hat sowas von gar nichts gebracht. Das ging immer und immer weiter, aber es gab eben nichts Neues, keine Bossgegner und gar nichts. Deswegen hat das gar nichts gebracht. Vielleicht gibt es das auch gar nicht in Rank 1 Welten. Das werden wir hier testen, indem wir hier nochmal ein schönes Höhlensystem natürlich bauen. Und dann... gerade an der Nase. Warte, nochmal kurz kratzen hier. So. Und dann bauen wir ein schönes Höhlensystem, wie ich gerade gesagt habe. Und dann schauen wir mal, ob es hier irgendwie anders aussieht oder ob es genauso gleich ist. Wenn ja, dann wandern wir weiter weg, woanders hin. Und zwar diesmal werde ich dann genug Holz sammeln für eine Rank 3 Welt. Denke, das ist okay dann, oder? Rank 2 natürlich. Wir werden dann den Rank erhöhen und weiter weg surfen. Nicht surfen, sondern ja auch nicht schweben, sondern eben weg verschwinden. Genau. So, jetzt du auch hier. Jo, 152, das kann eine Weile dauern. Ja, wir haben ziemlich viel angesammelt gehabt, als wir die Höhlen durchsucht haben und ich noch die Lust hatte. Was mir einfällt, ich sollte, meine Hacke muss ja auch irgendwie reparieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das, also ich werde das offline aber versuchen, ob man die dann... Oh, oder ist sie schon wieder... Nee, die ist leer, das sollte nämlich voll sein dort. Ich werde einfach schauen, ob man die irgendwie reparieren kann. Und dann werden wir... hoffentlich schnell die Höhlensysteme, weil die im Moment dauert es wieder viel zu lange. Oder ob ich eine ganz neue Hacke bauen muss, was schlecht wird. Genau, das wäre erbärmlich, das wäre mies, weil eigentlich ist ja nur die Ausdauer kaputt hier von dem Ding. Quasi ist sie stumpf geworden, die Spitzhacke. Und da muss ich dann natürlich sorgen, dass sie nicht mehr stumpf ist, also sie quasi schärfen. Das wird mein Ziel sein. Und dann gehen wir runter. Oder soll ich erstmal Holz sammeln? Oh, das weiß ich noch nicht. Wir brauchen auch ziemlich viel Holz, wir haben ja gesehen. Ich glaube 10, das wären dann 100 mal 100 Kohledinger. Das wären 200 Energiedinger. Oh, ich weiß nicht, das reicht bestimmt für die nächste Welt. Da muss ich ja nicht... Hoffe ja, dass es so... Je tiefer man kommt, desto wärmer wird es, sodass wir... Oh, das ist perfekt. Dass wir hier dann nicht mehr frieren. Das hatten wir ja in der anderen Welt auch. Da sind wir dann, haben wir auch nicht mehr gefroren. Weil eben, je tiefer man kam, desto heißer wurde es quasi. Dann hat die Nacht auch nichts mehr gebracht. Die Nacht war... Oh, da hätte ich jetzt mit mehr Diamanten gerechnet. Die Nacht hat uns keinen Schaden dann gemacht. Also, wenn ich aber auch an der Oberfläche war, habe ich doch tatsächlich Schaden bekommen. Naja, wir werden dann sehen. Und wenn wir es sich herausstellt, dass eben Höhlensystem nichts ist, reisen wir weit, weit weg und bauen dann nochmal ein neues Haus. Ich weiß zwar nicht, ob ich dann nochmal so einen schönen Turm baue. Vielleicht ja doch und dann aus Obsidian und dann haben wir so einen Test, so einen Vergleich. Ja, wie das hier aussieht. So, was soll ich noch sagen dazu? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Obsidian sieht bestimmt auch von Geld aus. Da haben wir auch eine Weile ziemlich viel angesammelt, aber ehrlich gesagt nicht so viel natürlich wie hier. Boah, schon wieder einer übrig. Das ist ja nervig, dass immer einer übrig bleibt. Da würde ich ja schon fast versucht, den einfach wegzuschmeißen. So, und hier können wir... Was wollte ich denn jetzt noch machen? Achso, ich wollte Fleisch braten. Dafür brauchen wir hier. Müssen wir am Feuer? Das ist eben der Vorteil, wenn man die hier jetzt die ganze Zeit offen hat. Die Feuer. In meiner Steinhütte. Na, dann sind wir auf jeden Fall sicher davor, dass hier unser Haus abfackelt. Weil Steine können nicht so leicht, verbrannt werden. Da müsste man schon eine ordentliche Hitze entwickeln, damit die Steine schmelzen. Aber ich glaube, so ein paar Lagerfeuer können da nichts anrichten. Auf jeden Fall haben wir jetzt das erste den ersten riesigen Turm gebaut, der uns helfen wird. Der uns helfen kann, eine schöne große Hütte zu bauen. Schaut, ich meine, wir haben hier noch mehrere Etagen. Drei, wie es aussieht. Drei Etagen haben wir noch übrig. Damit können wir noch ein bisschen was anstellen. Also Leute, lasst uns mal kurz gucken, ob wir hier doch noch was bauen können. Ich habe doch die Diamond. Kann ich die nicht irgendwie verbessern? Was brauche ich dafür denn? Platinum Pickaxe habe ich nicht, ja. Ich kann die nicht reparieren oder was?
Es wird ja auf Dauer teuer, wenn ich die andauernd hier... Oder gibt es dafür irgendein Item, womit ich die reparieren kann? Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube nicht, aber... Ja, gut wäre es natürlich, wenn das irgendwas geben würde. Aber ich fürchte, da ist die Star Map Upgrade. So, die hatte ich ja schon. Dadurch konnte ich ja ein bisschen weit... Weiter kann ich jetzt dann... Ja, rum... fahren, rumfliegen. Nee, es gibt irgendwie nichts, um irgendwas zu reparieren. Na gut. Dann müssen wir wohl eine neue Spitze bauen. Ich bin jedenfalls dankbar, dass ihr zugeguckt habt. Es hat mich gewertet hier mehr oder ein bisschen Spaß dabei bei dem Ganzen. Oh, wie leckt es gerade so. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, alles Gute. Viel Spaß. Wir gehen mal hier kurz. Und ja. Ciao.